Talkerade pur bei Fronius. Wir haben uns das Hessenligaspiel zwischen SV Steinbacher und SV Adler Weidenhausen angeschaut. 0-0 ging es aus. Aus Steinbacher Sicht muss man sagen, zu wenig, weil der Abstand zu Weidenhausen ist immer noch nach wie vor da. Es war vor allem in der zweiten Halbzeit eine zähe Angelegenheit. Die ersten 45 Minuten waren noch ein bisschen schwungvoller. Steinbach war Mitte der ersten Halbzeit eigentlich am Drücker, hätte auf 1-0 stellen können. Nach zwei, drei guten Chancen hatte dann aber richtig viel Glück in der 42. Minute, als Jan Gerbig einen Foulelfmeter verschossen hat oder Philipp Bargus eher gesagt gehalten hat. Unterm Strich ein absolut gerechtes Ergebnis. Und wir haben uns mal bei Philipp Bargus selbst und bei Weidenhausens Tim Ulrich umgehört, wie Sie das Spiel gesehen haben. Philipp Bargus, Torhüter vom SV Steinbach, 0-0 gegen SV Adler Weidenhausen. Ist das ein Punkt, der eigentlich viel zu wenig ist in der aktuellen Situation bei euch? Auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht ist es viel zu wenig. Aber jetzt haben wir, glaube ich, wenn ich jetzt mich nicht verrechne, glaube ich 9 Punkte Abstand auf Weidenhausen. Und das ist ja unser eigentlicher direkter Konkurrent. Wir sind 3 hier zu Hause im ersten Rückrundenspiel. Wäre uns das auf jeden Fall viel besser, also wäre für uns viel besser gewesen. Herrliche Bedingungen, es war eigentlich alles angerichtet für ein gutes Fußballspiel. Die zweite Halbzeit war ein bisschen zäh, aber ich glaube, wir müssen über die Minute 42 sprechen. Da, du faulst, Jan Gerbig, der Elfmeter gehalten, dann Nachschuss vorbei. Beschreib mal deine Gefühle in dieser Situation. Also als erstes ist das für mich kein Elfmeter gewesen. Für mich aus der Situation heraus, Fabi, unser Innenverteidiger, läuft von hinten in den Gerbig rein, schubst ihn mehr oder weniger ein bisschen in mich rein. Er sucht irgendwie den Kontakt bei mir. Ich liege schon auf dem Boden, er dappt mir auf die Wade drauf und der Schiedsrichter pfeift dann. Also für mich kein Elfmeter, aber umso besser, dass ich den dann noch gehalten habe und der Nachschuss zum Glück drüber ging. Aber auch nochmal gute Besserung an den Gerbig, der sich danach noch verletzt hat. Dann in der zweiten Halbzeit hat so ein bisschen gewirkt, als würde euch die Luft ausgehen. War das so? War der Boden so tief? Eigentlich nicht. In der ersten Halbzeit haben wir auch super Fußball eigentlich gespielt, haben hinten ruhig rumgespielt, haben unsere Chancen kreiert, hatten 300-prozentige für mich. Und hätten wir die in der ersten Halbzeit reingemacht, hätten wir es in der zweiten Halbzeit leichter gehabt, hätten das verwalten können. Aber wir wussten, wir müssen. Und dann war dann vielleicht auch ein bisschen hektisch das Spiel geworden zum Schluss. Die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird und auch, dass man einen Dank bekommt für das, was man tut. Überall bin ich willkommen. Und das zeichnet für mich ein Unternehmen aus. Egal wo ich hingehe, ich bin willkommen. Ja, wir haben den Schauplatz kurz gewechselt. Wir stehen mittlerweile vor der Kabine vom SV Adler Weidenhausen. Tim Ulrich ist da, Mittelfeldspieler. Ihr habt 0-0 gespielt. Ich habe mit Philipp Bargus eben schon gesprochen. Der ärgert sich, weil die wollen unbedingt den Abstand verkürzen. Ihr habt es geschafft, den Abstand gleich zu behalten. Ist das ein gefühlter Sieg für euch? Sieg jetzt weniger. Das war jetzt so das Minimalziel, der Punkt. Im Endeffekt würde ich jetzt auch mal sagen, vom Spielverlauf her war es auch ein klassisches 0-0, vielleicht ein 1-1, sage ich mal. Erste Halbzeit haben wir uns schwer getan, sind wir nicht reingekommen. Da können wir uns vor allem beim Lukas bedanken, dass er uns da im Spiel hält. Und zweite Halbzeit haben wir es besser gemacht, vom Defensivverhalten her. Hatten dann auch die eine oder andere Chance, deswegen unterm Strich, denke ich mal, ein gerechtes Unentschieden. Und für Steinbach unzufriedener als für uns, sage ich mal. Wir können damit leben, auf jeden Fall. Die Minute 42 hatte ich mit Philipp Bargus eben schon mal gesprochen, der Elfmeter vom Jan Gerbig. Wie sieht es bei ihm aus? Er ist umgeknickt beim Nachschuss, war die erste, oder das wurde direkt danach gesagt, ist das so? Ja, er ist umgeknickt. Ich habe ihn jetzt, konnte ihn jetzt nicht mehr sprechen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu schlimm ist. War jetzt super drauf im letzten Teil der Hinrunde und ich hoffe, dass er jetzt bald auch wieder da ist. Er konnte zumindest gehen, also deswegen hoffe ich mal, dass es nicht allzu schlimm ist.